Hallo, heute zeige ich dir ein Video, wo es um das Thema Platz geht und zwar ein schnelles Platz machen. Der Willi hat immer Platz gemacht wie so ein Hubwagen, also so ging der Willi runter. Und ich habe mir was überlegt, wie ich das hinbekomme, dass der Willi ganz schnell Platz macht und das ohne jedweden Druck. Also vor 35 Jahren, als ich für eine Hundeschule Hunde ausgebildet habe, hast du das Thema Platz mit viel Druck gemacht und dich fast auf den Hund so drüber gestürzt. Sowas macht man heute aus unterschiedlichen Gründen überhaupt nicht mehr. Und ich zeige dir jetzt mal, wie ich das Thema Geschwindigkeit beim Platzmachen, ja, auf jeden Fall beflügelt habe und sicherlich auch gelöst habe, weil mittlerweile geht das auch ohne diesen dicken Incentive, den ich Willi jetzt gebe. Und übrigens, ich mache sonntags immer ein Video. Wenn du Lust hast, abonniere gerne den Kanal. Da ist bestimmt hier und da mal ein Tipp dabei, den du für deine Hundeerziehung gut brauchen kannst. So, und jetzt zeige ich dir, wie ich das Thema Geschwindigkeit gelöst habe. Ich biete dem Willi, damit er das Platz ganz schnell ausführt, ein mega dickes Incentive. Und Hunde unterscheiden schon auch sehr, sehr genau, was sie für die Ausführung eines Kommandos im Gegenzug erhalten. Und ich biete Willi, ich zeige das jetzt mal, hier ist er, seinen kompletten Futternapf. Und das ist jetzt der Lohn für ein schnelles Platz. Und seitdem ich das mache, man sieht das hier auch schon, der Willi ist auch relativ fixiert auf den Futternapf. Seitdem ich das mache, ich habe das ein paar Mal gemacht, seitdem ich das mache, ist das Platz deutlich schneller, also nicht mehr hubwagenmäßig, sondern deutlich schneller. Und das versetzt mich in die Lage, wenn Willi verstanden hat, dass Platz ist nur dann gut, wenn es schnell ist. Wenn er das verstanden hat, kann ich die Futterration oder diesen positiven Incentive auch abbauen. Und ganz am Schluss ist es dann nur noch das Kommando und das Platz ist immer noch genauso schnell. So, Willi, komm mal her, mein Freund. So ist gut. Ich demonstriere das, komm mal ein bisschen rein. So ist gut. Ein bisschen rein noch. Ja. So ist gut. Ich zeige das jetzt einmal. Platz! Das war mir zu langsam. Sitz! Platz! Das hast du fein gemacht. Super, super. Klasse, Junge, klasse. So, das erste Platz war mir zu langsam. Darum hat er dann die Futterladung nicht bekommen. Ich habe ihn nochmal ins Sitz geholt. Das zweite Platz war gut. Dann hat er die Belohnung bekommen. Wie gesagt, anfangs war das Platz beim Willi so. Platz ist viel schwieriger als Sitz, weil das doch irgendwo, also bei den meisten Hunden, warum? Keine Ahnung, die tun sich... Oh, fährt ein Jetski vorbei. Die tun sich viel schwerer mit dem Platz als wie mit einem Sitz. Das war beim Willi genauso. So, und durch dieses Mega-Incentive habe ich da Geschwindigkeit reinbekommen. Hast du gerade gesehen. Das Ganze mache ich einmal am Tag. Und mittlerweile kann ich das auch schon abbauen und abrufen durch wesentlich geringere Incentives. Und das ist halt einfach jetzt eine Methode, um vollkommen ohne Druck ein super schnelles Platz hinzubekommen. Das war's von mir für heute. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.